Und zugeschaltet ist jetzt Professor Patrick Sensburg. Er ist der Vorsitzende des Reservistenverbandes. Und Herr Sensburg, gleich als erstes die Frage, finden Sie diesen Beschluss des Bundestags und damit die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine richtig? Es ist ein richtiger Beschluss. Er ist dringend notwendig gewesen. Es ist gut, dass ihn die Koalition, aber auch die stärkste Oppositionsfraktion mitträgt, die CDU/CSU. Das ist eine breite Mehrheit und ich glaube, es ist ein klares Zeichen, dass wir die Ukraine bei der Selbstverteidigung unterstützen. Aber kann Deutschland überhaupt das Richtige liefern und das auch schnell genug? Ja, Deutschland kann das Richtige liefern. Wir haben ja in der Diskussion in den letzten Tagen den Gepard-Panzer, einen Flugabwehrpanzer in der Diskussion gehabt. Das ist ein Waffensystem, was wirklich unterstützen kann, die Lufthoheit Russlands einzuschränken, Schutz zu geben. Dann sind weitere Waffensysteme und Fahrzeuge in der Diskussion, der Marder als Mannschaftstransportpanzer, aber auch möglicherweise der Leopard-Kampfpanzer. Weiterhin sind die Munitionslieferungen in der Diskussion. Alles das unterstützt die Ukraine. Es sind leistungsfähige Waffensysteme und es wird der Ukraine helfen, sich selbst zu verteidigen. Jetzt muss das Ganze aber zum einen schnell genug irgendwie in die Ukraine gebracht werden und zum anderen müssen ja die ukrainischen Soldaten auch damit umgehen können. Ist das denn beides gewährleistet? Und zum einen haben wir schon sehr viel Zeit verloren. Wochen sind ins Land gegangen, wo man hätte im Grunde schon ausbilden können. In Kriegszeiten kann Ausbildung deutlich schneller gehen als in Friedenszeiten. Und es ist auch der ein oder andere ukrainische Soldat in der Vergangenheit an den Waffensystemen ausgebildet worden. Also es ist möglich, aber man muss natürlich zügig handeln. Und deswegen sieht der Beschluss ja auch zum Beispiel vor, in Deutschland oder anderen NATO-Staaten auszubilden. Jetzt hat ja Russland gesagt, die Lieferung von Waffen aus anderen Ländern, das wären legitime Angriffsziele. Wie wird denn da vorgegangen, um die Sachen eben unbeschadet dorthin zu bekommen, wo sie hin sollen? Also zum einen ist natürlich klar, werden die Transportwege, die Routen, die die Fahrzeuge und Waffen dann nehmen werden, nicht bekannt gegeben. Auch der Zeitpunkt selbstverständlich nicht. Also das ist geheim und man versucht natürlich hier möglichst Russland im Unklaren zu lassen, was, wann, wo, über welche Grenzen und auf welchem Weg geliefert wird. Da spielen natürlich die Nachrichtendienste aller Länder eine große Rolle. Auch Russland betreibt natürlich Aufklärung. Und von daher ist auch der Schutz dieser Transporte, auch gerade durch die Ukraine an die entscheidenden Frontbereiche, ein ganz wesentlicher neuralgischer Punkt, ein kritischer Punkt. Den muss aber dann die Ukraine gewährleisten. Wir bringen die Waffensysteme, die Fahrzeuge bis an die Grenze. Jetzt wurde aber immer gesagt, wir wollen keine schweren Waffen liefern aus Deutschland, um nicht zum Kriegsteilnehmer zu werden. Sind wir jetzt Kriegsteilnehmer geworden? Nein, Deutschland ist kein Kriegsteilnehmer, kein Kombattant. Deutschland unterstützt die Ukraine bei der Selbstverteidigung. Wenn wir zum Beispiel über die Gepard-Panzer jetzt reden, die werden vom Hersteller geliefert, auch nicht von der Bundesregierung. Die Bundesregierung genehmigt diese Lieferung. Also von daher, man wird nicht zur Kriegspartei. Man unterstützt ein Land mit den entsprechenden Mitteln, die es zur Selbstverteidigung braucht. Dadurch wird man nicht Kriegspartei. Wir greifen nicht in das militärische Geschehen ein. Das sieht Russland aber durchaus anders. Ja, Russland droht seit Anfang des Konflikts, seit Anfang des Überfalls auf die Ukraine mit allen möglichen Mitteln. Das gehört natürlich auch zum Geschäft dazu. Es ist aber ganz klar, Russland ist der Aggressor, die Ukraine verteidigt sich. Und hier muss auch einem Land die Möglichkeit gegeben werden, sich gegen solche eine Aggression zu verteidigen. Und von daher, wir nehmen das sehr ernst, dass Russland droht. Aber ich glaube, hier ist völlig klar, wer der Aggressor ist und wer sich verteidigt. Aber der Aggressor kann ja auch zu deutlich härteren Mitteln greifen. Also die Angst vor einem Atomkrieg mitten in Europa ist da. Wie hoch schätzen Sie diese Gefahr ein? Ich schätze die Gefahr nicht hoch ein. Ich glaube, dass Russland auch öfters damit drohen wird. Es wird in Nebensätzen angesprochen. Es werden Zeichen gesetzt. Aber uns allen muss klar sein, und das ist doch seit Jahrzehnten, seit dem Kalten Krieg allen klar, ein Atomkrieg wird ein Schaden für alle sein. Es wird eine weltweite Zerstörung geben. Von daher, das sind verbale Drohszenarien. Es sind aber allen Seiten klar, auch der russischen Seite, dass das wirklich unmöglich ist, solche Waffen einzusetzen. Sagt Professor Patrick Sensburg. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.